Zeichne schon auf. Ja, folgendes: Ich habe hier von einem User aus dem YouTube eine Mail geschickt bekommen. Das ist der Wingesandt. Und ich habe versprochen, dass ich dazu eine Videoantwort machen werde und wollte das hiermit mal tun. Und zwar geht es Fragen zum Austritt aus der BRD GmbH. Ne, kommen immer wieder mal Anfragen auf mich zu. Hier ist mal eine Liste mit ein bisschen was konkreteren Fragen zusammengestellt. So, dann fällt mir das auch wesentlich leichter, da mal drauf zu antworten. Und er schreibt: Hi, ich würde meine BRD GmbH Mietgliedschaft auch gerne kündigen. Aber geht das denn so einfach? Ausweis zerschnippeln und dann kannst du mal ein Video machen, in dem nacheinander die Fragen dazu abgearbeitet werden. Tue ich hiermit. Und die Fragen sind also: Was ist mit Steuern? Auto, Wohnung, Krankenkasse, Konto, der ganze Behördenkram, was bedeutet das konkret? Zum Thema Steuern kann ich sagen, dass ich schon seit 2005 keinen Steuerbescheid mehr abgebe oder so. Ich meine, 2005 wäre das letzte Mal gewesen. Dann hat mich das Finanzamt in Düren auch dann irgendwann in Ruhe gelassen, weil sie kapiert haben, dass sie von mir eh nur noch Steuerbescheide mit null unterm Strich bekommen, wenn sie so weiter haben wollen. Und da hatte ich dann halt mit denen aber auch, ja, also ich habe denen halt klar gemacht, dass ich kein zu versteuerndes Einkommen mehr habe. Ich bezahle natürlich noch Steuern, wenn ich irgendwelche Sachen kaufe, wie zum Beispiel Sprit. Ne? Und da nicht wenig, ganz klar. Da arbeite ich halt da nach wie vor dran, irgendwie auch die zu unterstützen, die daran sind, Motoren zu bauen, die gar keinen Sprit mehr brauchen. Dann werden die Steuern dann zum Beispiel auch weg. Mehrwertsteuer, wenn ich irgendwas zu essen kaufe oder so, zahle ich natürlich auch noch. Geht ja auch gar nicht anders. Die im Laden würden mir einen Vogel zeigen, wenn ich sage, ich zahle die Steuern nicht. Also das ist halt so eine relative Sache. Also wie gesagt, das ist auch alles irgendwie eine Kompromisslösung, bis dann halt wirklich mal alle kapieren, dass sie eigentlich gar keine Steuern zahlen müssten. Da kommen wir als Einzelner dann relativ schwierig dran. Wir arbeiten natürlich auch hier daran, dass wir halt eben durch Permakultur unsere eigenen Lebensmittel irgendwie generieren können. Aber auch das ist natürlich eine Sache, die ihre Weile braucht, wo man auch nicht von einem Tag auf den anderen einfach aussteigen kann. Und da muss man vor allen Dingen auch als jemand, der nicht unbedingt eine Gärtnerausbildung gemacht hat oder zum Landwirt oder sonst irgendwie da Vorkenntnisse hat, einfach Pioniergeist zeigen muss. Und das bedeutet vor allen Dingen immer Geduld haben, bis man dann irgendwann so die Sachen dann auch am Start hat, wie man das braucht. Ja, also bis dahin, solange man irgendwelche Sachen kaufen muss, ist es natürlich so, dass ich Steuern zahle. Aber halt eben, also ich halte das, ich habe da halt eine gewisse Regel und die ist so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Hier jetzt Auto, Wohnung, Krankenkasse, Konto, der ganze Behördenkram. Was bedeutet das konkret? Also ich habe ein Auto, es ist allerdings auf Daniele angemeldet, weil ich selber gar keinen festen Wohnsitz habe. Also ein Punkt mit der Wohnung schon wieder ist. Ich nirgendwo gemeldet bin, ich auch kein Konto mehr habe, schon seit 2004 oder 2005 auch. Also, ne, und ohne Konto, ohne EC-Karte, ohne festen Wohnsitz und vor allen Dingen ohne Personalausweis kann man kein Auto anmelden in Deutschland. So, ich will aber trotzdem meine Pearl fahren, also Kompromisslösung, ich habe es über jemand anders angemeldet, habe das halt, ich habe, als ich die Pearl bekommen habe, haben die einen oder anderen vielleicht mitbekommen, den Wagen erstmal eine Woche auf terranischen Nummernschildern gefahren, kostenfrei, ja, dann kam aber die Mafia, die Polizei, Entschuldigung, sorry, ist für mich das Gleiche, ja, wollten halt den Wagen aus dem Verkehr ziehen.
Und so sehe ich halt eben das Zahlen der Steuern für das Auto und die Versicherung, die ich eigentlich auch nicht brauche, weil ich halt eben P2P versichert bin und auch das wesentlich eher in Anspruch nehmen würde als eine Autoversicherung, weil das dauert einfach immer unendlich lang, bis man mit denen mal irgendwas geregelt hat. Das haben wir P2P-mäßig 10-mal schneller geregelt. Und zwar sehr viel zufriedenstellender für alle Beteiligten. Ja, so zahle ich diese Sachen halt eben einfach als Schutzgeld, damit ich Ruhe vor der Polizei habe, die mich auf die Weise halt eben einfach fahren lässt. Und für mich ist es wichtiger, mit dem Auto den Peace Trail auch weitermachen zu können, als da jetzt unbedingt Prinzipienreiterei zu betreiben und unbedingt jetzt, keine Ahnung, irgendwas zu tun, wodurch ich dann aber Probleme bekomme, und das Auto nicht mehr fahren kann. Natürlich tue ich, was ich kann, damit irgendwann niemand mehr Steuern für ein Auto bezahlen muss. Aber auch da kann ich alleine nichts machen. Da müssen halt, ne, wenn da viele Leute Interesse dran haben, auch einfach viele Leute mal was dran tun. Und dann tut sich auch was für viele Leute. Krankenkasse, ich bin seit 2009 aus dem Hartz IV raus, und seitdem auch nicht mehr krankenversichert. Ich habe mitbekommen, dass das für die Deutschen irgendwie inzwischen eine so verpflichtete Sache ist, dass sie halt eben Strafgelder zahlen, wenn sie nicht krankenversichert sind. Aber ich bin ja kein Deutscher mehr, von daher interessiert mich das nicht die Bohne, weil krankenversichert bin ich halt eben auch über P2P. Wenn ich irgendwas habe, dann findet sich immer im P2P-Umfeld eine Lösung. Entweder ein Arzt selber oder es gibt halt eben sehr viele alternative Behandlungsmöglichkeiten, die von den Krankenkassen, die man so bezahlen kann, auch überhaupt gar nicht gedeckt werden, übernommen werden. Die zahlen da nichts. Und die sind mir aber wesentlich lieber, die will ich haben, also kann ich mit der Krankenkasse aber überhaupt nichts anfangen. So, ne? Und naja, da ich halt eben auch keinen festen Wohnsitz habe, ist es wohl auch irgendwie relativ schwierig, mich da irgendwie zu belangen, weil ich eben keine Krankenkasse habe. Konto, wie gesagt, habe ich keins mehr. So, dann steht hier weiter, oder mal angenommen, ein paar Leute tun sich zusammen, treten aus der BRD GmbH aus, kaufen oder pachten ein Stück Land und rufen Autonomie aus. Geht das? Ja, geht, haben wir hier gemacht. Auch natürlich in einer gewissen Kompromisse. Also wir haben im Schnitt 10 Leute hier, von denen im Schnitt 7 bis 8 quasi aus dem System so weit ausgetreten sind, dass sie halt nichts mehr damit zu tun haben. Funktioniert aber eigentlich im Moment auch nur, weil meine Frau, die Dani, halt eben so weit noch im System ist, dass sie halt noch einen Personalausweis hat, eine Meldeadresse und halt eben darüber halt, weil wir das, da mussten wir halt auch einen Kredit für in Anspruch nehmen, um das zu verwirklichen. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Und Justus, ich würde gerne das Video machen. Kannst du ein bisschen ruhiger sein? Ja, aber es ist natürlich, ne, Autonomie, es ist, ist ein Begriff, der kommt vor allen Dingen von denen, die es machen. So, und da ist es dann halt eben auch eine Frage der Anerkennung. Also wir sind hier autonom, wir bezeichnen uns zwar nicht unbedingt so, wir sagen lieber, dass wir freie Menschen sind. Das hört sich nicht ganz so abgedroschen an. Ne, wenn man von Autonomie redet, dann haben die meisten Leute irgendwie einen schwarzen Block im Kopf. Das hat hier eigentlich weniger damit zu tun. Wir sind hier keine Linksradikalen oder so, sondern wir, also das, eine Autonomie hat für mich auch irgendwie so diesen Beigeschmack gewisser Dogmen, denen man folgen muss. Und da haben wir hier halt eben auch nichts von. Das ist für mich eigentlich wahre Autonomie, dass man keinen Dogmen mehr folgt. Und ja, das funktioniert. Wir haben hier einen Freiraum geschaffen und dieser Freiraum ist vor allen Dingen frei auch von Bundesrepublik Deutschland und den Vorstellungen derer. Wenn jemand eine Wohnung oder ein Haus besitzt, bleibt das dann Eigentum der BRD GmbH? Ja, im Sinn, also im Interesse der BRD GmbH wahrscheinlich, schätze ich mal. Nur interessiert eigentlich weniger, wer hier Eigentümer ist.
sondern eher wer Besitzer ist. Und von daher haben wir, ne, das ist besetzt hier. Das ist wie auf einer öffentlichen Toilette, das ist besetzt. Ne, hier ist gerade vor allen Dingen halt eben für Leute, die hier irgendwelche Eigentumsansprüche geltend machen wollen. Moment mal kurz. Tito! Tito! Kommst du mal bitte hierher? Und Justus, ihr dürft doch mittlerweile Mamas Auto kennen, oder nicht? Psst. Aus! Schafe schreien auch draußen. Ja, so ist das auf dem Land. Ne? Also es ist hier weder Eigentum der BRD GmbH noch wird es das bleiben, weil es es halt schon mal nicht ist. Es ist halt eben ein Freiraum. Hier ist freie Erde. Hier ist nicht Deutschland, hier ist nicht alliierte Zone, hier ist nichts, hier ist unser Land. Hier leben wir. Ne? Und das kann uns so auch nicht so einfach einer nehmen. Dann schreibt er weiter, mir geht es nicht darum, eine Revolution zu starten. Ich will einfach nur meine Ruhe vor diesen Volksverrätern haben. Meine Steuern. Hallo, ich bin gerade ein Video am Aufnehmen. Bitte um ein wenig Ruhe. Just. Ich nehme ein Video auf. Ja. So, jetzt schreibt er hier weiter, mir geht es nicht darum, eine Revolution zu starten. Ich will einfach meine Ruhe vor diesen Volksverrätern haben. Meine Steuern spende ich lieber direkt an Bedürftige oder in gemeinnützige Projekte, als es diesen Verbrechern in den Rachen zu schmeißen. Das sehen wir hier eigentlich genauso. Wir haben, also wenn, dann haben wir schon längst eine Revolution gestartet, und sind da mittendrin, die umzusetzen. Aber eigentlich ist es halt keine Revolution im klassischen Sinn, wo irgendwelche Leute mit Mistgabeln oder Maschinengewehren auf irgendwelche Obrigkeiten losgehen, sondern es hat eher damit zu tun, und dann ist es eine Evolution, dass man zu sich selbst zurückkommt. Und also für uns hier ist das so. Uns interessiert das ein Scheißdreck, ob irgendjemand unsere Autonomie oder unsere, wie auch immer man das hier nennen, unsere Freiheit hier oder unseren Status anerkennt. Wir erkennen ihn an. Ja, mir ist das egal, ob die UNO irgendwas anerkennt, von dem wir sagen, das ist unser Leben. Und das ist eigentlich so der wesentliche Knackpunkt. Wo ich halt bei vielen Projekten wie Neudeutschland oder Freies Deutschland oder auch Lichtland, ohne dabei jetzt in irgendeiner Form irgendwas schlecht reden zu wollen, aber all diese, ne, oder Fürstentum Germania hatten wir da, oder ne, es gibt so viele mittlerweile, die quasi darauf ausgelegt sind, eine Anerkennung irgendwelcher Gremien zu erreichen, um dann vor allem sagen zu können, ja, wir sind, was wir sind. Und wir überspringen diesen Punkt hier einfach. Wir brauchen von niemandem die Anerkennung, um für uns sagen zu können, wir sind, was wir sind, wir machen, was wir machen und haben ein angeborenes Recht auch dazu, das so zu tun. Na, das ist also das ist das, was ich halt auch schon gesagt habe, als ich meinen Personalausweis zerschnitten habe. Ich bin als Mensch anzuerkennen. Und wer das nicht tut, der hat ein Problem. Der hat ein Problem mit seiner Einstellung. Wer nicht in der Lage ist, Menschen als Menschen anzuerkennen, sondern irgendwie einen Personalausweis sehen muss, um zu sehen, dass er eine Legitimation oder eine Existenz hat, ja, das ist nicht meine Sache, das ist nicht mein Problem. Wenn irgendjemand vor mir steht, der meint, er müsse mich identifizieren können und kann das nur, weil ich irgendeine Form von Ausweis zeige, ey, verdammt, ne, das ist sein Bestreben, irgendwie am nächsten Monatsersten die Miete zu bezahlen. Das kann man natürlich sagen, dass ich dann sehr unkooperativ bin, weil mir meine Freiheit mehr wert ist, als dass der am nächsten Monatsersten seine Miete zahlen kann. Und deswegen genötigt ist, mir einen Personalausweis abzunötigen. Aber da sind wir halt eben an dem Punkt, wo man einfach mal ein bisschen klarer ja, einfach mal ein bisschen anders denken muss. Also mit der althergebrachten Denkweise kommt man da halt wirklich nicht weit.
Und ich kann halt jedem von mir aus nur empfehlen, der in irgendeiner Form sich autark machen möchte oder autonom oder halt einfach als ein freier Mensch, als ein Kind dieser Erde, als ein Teil der Biosphäre, die wir alle bieten, einfach wieder er selbst zu sein, das auch so zu handhaben. Also ich brauche von niemandem Personalausweis zu sehen, wenn ich ihm die Hand schütteln kann. Ne? So, jetzt fängt die Husterei wieder an. Zeichen aufzuhören. Ich danke für die Anfrage. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was klären. Wenn was fragt, schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt mir Mails, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr gerne meine Antworten zu hättet. Stellt sie einfach, ich gebe sie gerne. Bis bald.